Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr vom Miami International Airport zum Orlando International Airport kommt, aber nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Zug. Und ob es so einfach ist, wie es sich anhört, das seht ihr jetzt. Wenn ihr dann angekommen seid, folgt einfach den Pfeilen zum Metrorail. So, also ich muss immer noch weiter geradeaus, Level 3, aber ich weiß noch nicht mal, auf welchem Level ich bin. So, jetzt steht hier nur noch Taxi und Shared Vans, aber kein Metro Moving. Nach einigen Minuten Laufen kam dann endlich das Zeichen, dass ich rechts den Aufzug nehmen kann. Aber nach 2 bis 3 Minuten auf dem Fahrstuhl warten, habe ich mich dann umentschieden und bin mit der Rolltreppe gefahren. Also ich muss jetzt den Miami Mover zur Central Station nehmen, aber hier steht überall nur Rental Car Center. Is that the Central Station? Ich dachte, da gibt es nur einen. Because it is the Mover Train Metrorail. Because I need to go to the... Oh yeah, I need to go transfer to the Metrorail. So that's to the right here. Yeah, that looks better. Por favor, se encierran a los pasamanos y los carritos de equipaje. Next stop is Rental Car Center, Metro Parking Tri-Rail. Próxima parada es el centro de alquiler de autos, Metrorail, Metrobus y Triani. Approaching Rental Car Center, Metro Buffin Driver. Please take all your belongings and watch your step as you exit. Llegando al centro de alquiler de autos, Metrorail, Metrobus y Triani. Por favor, no olvide sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Und jetzt geht's nach rechts zum Metrorail. Aber vorher noch schnell ein Ticket holen. Thank you.
Also, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Das ist ein Easy Rail, but this is a Metro Rail. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich komme schon irgendwie an. Oh ja, doch. Ich glaube, ich bin richtig. Nach Dateland in 2 Minuten. Ja. Und die einzelnen Waggons waren auch richtig sauber. Also das war doch jetzt gar nicht mal so schlimm, war auch irgendwie einfach, ging auch schnell, aber am Miami Airport muss man sich erstmal so ein bisschen auskennen, also die Beschilderung war jetzt nicht ganz so gut. So, habe ich nicht gerade gesagt, also es war einfach, es war einfach. War auch irgendwie einfach, ging auch schnell, ja, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade mega blamiert und zwar hatte ich ja so eine Karte gekauft und ich kenne es halt aus London, Paris, dass man im Reingehen, dass man da eine Karte, die auf das Lesegerät hält, dann geht die Schranke auf und wenn man rausgeht, drückt man auch die Karte rauf und dann ist es halt auch so, dass das Gate aufgeht. Aber hier kann man einfach nur durchlaufen und ich habe die Karte raufgehalten und hat nichts gemacht, ist nicht geöffnet, nichts, gar nichts und ich so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier? Und dann war da auch keiner. Und dann stand da so ein Polizist dahinter und dann dachte ich, ja, jetzt kann ich ja aber auch nicht da einfach rüberspringen. Und dann habe ich mich da erstmal so hingestellt, die anderen beobachtet und gesehen, oh, die halten ihre Karte gar nicht drauf. Man kann einfach nur durchgehen. Okay, beim nächsten Mal weiß ich mehr. Und dann ging es einfach nur links um die Ecke zur Brightline Station. So, ich bin jetzt ganz gespannt, wie die Fahrt jetzt wird von Miami nach Orlando. Hier gibt es schon mal eine kleine Bar, Café. Ist aber schon cool gemacht, ne? Also ist schön sauber. Guest Service, da kann man sein Gepäck abgeben. Oder wenn man was umbuchen will. Was kann man hier machen? Und ich habe den nächsten Zug, 450. Und ich glaube, hier kannst du sogar noch buchen. Also ich freue mich jetzt wirklich hier auf die Zugfahrt. Es ist ein Hochgeschwindigkeitszug, aber wie schnell er fährt, werde ich dann einblenden. So wie ein ICE in Deutschland fährt er nicht, aber für amerikanische Verhältnisse ist es schon sehr gut. Einige Läden hatten geschlossen, aber trotzdem, es war alles so sauber, richtig gut. Und die Toiletten waren natürlich auch sehr sauber. Nach der Security gab es dann so einen kleinen Wartebereich. Mit der Smart Lounge für Regular-Gäste und dahinter die Premium Lounge für Business-Class-Gäste. Was ich aber komisch fand, war, dass die Bahnsteige geschlossen waren und nur 10 Minuten vor Abfahrt ging das Boarding dann los. Im Smart-Waggon gab es eine 2-2er-Bestuhlung und man hatte auch schöne Beinfreiheit. Good evening and welcome aboard Bright Red. For this evening, comfort of all our guests, please follow all posted signs, code of conduct policies, and train attendant instructions. Die
Höchstgeschwindigkeit von Miami bis West Palm Beach sind um die 130 km/h und von Cocoa nach Orlando um die 200 km/h. Im Waggon an sich war auch eine schöne Atmosphäre. Es war nicht zu hell oder zu dunkel oder zu laut oder so. Also es war richtig schön und angenehm. Einen Tisch gab es auch, den man ausklappen konnte. Und ungelogen, alle 15 bis 20 Minuten kam das Zugpersonal vorbei und hat Essen und Getränke angeboten. Richtig gut. Und die Preise gehen auch voll in Ordnung. Der Sitz hatte auch zwei feste Kopfstützen, die gut waren, aber ich fand den Sitz etwas zu hart, aber dafür hatte man eine richtig schöne Aussicht. Die Gesamtstrecke ist 378 Kilometer lang und nach 3,5 Stunden sind wir dann in Orlando angekommen. Ich kann euch den Zug empfehlen, wenn ihr zum Beispiel gerade frisch aus Europa nach einem 10-Stunden-Flug angekommen seid und keinen Bock mehr aufs Fliegen habt. Und ihr wollt einfach mal ein bisschen die Florida-Natur genießen, dann bucht das Ticket einfach und dann könnt ihr von Miami nach Orlando mit dem Zug fahren.